Herr Dakas, Sie wurden im Juni 2022 zum neuen Bundespolizeidirektor gekürt, gelten damit als der zweite Polizist im Land sozusagen, also der zweithöchste Beamte der Bundespolizei. Das Ganze ging Hand in Hand zusammen mit einer geplanten Strukturveränderung, mit der sogenannten Neuaufstellung der Bundespolizeidirektion. Was steckt denn da dahinter? Was ist denn jetzt da genau geplant? Beziehungsweise welche Schritte sind denn auch in diesem halben Jahr, in dem Sie jetzt schon im Amt sind, auch schon umgesetzt worden? Also grundsätzlich diese Reformstruktur war dringend notwendig, damit man auf den neuen Sicherheitsbedürfnissen eingehen kann. Wir haben 9 Landespolizeidirektionen in Österreich und man braucht eine gezielte Schnittstelle von den Aufgabenbereichen in das Innenministerium eben zur Bundespolizeidirektion, damit man auf die Bedürfnisse und auf die Besonderheiten in den einzelnen Bundesländern gezielt eingehen kann, ohne dabei die Sicherheit zu vernachlässigen. Wenn man bedenkt, früher war es so, dass verschiedene Organisationseinheiten aus dem Pool, aus dem Polizistenpool, von den Wachzimmern, aus den einzelnen Landespolizeidirektionen Personal abgezogen haben, dann war nie dahinter, geht sich das denn auch noch mit den Sicherheitsaufgaben aus oder nicht? Und da gibt es eine Schnittstelle. Ich sehe mich, wir sehen uns als Bundespolizeidirektion eindeutig als servicierende Stelle für die einzelnen Landespolizeidirektionen, aber auch natürlich als Unterstützer für die Durchsetzung von neuen Strukturmaßnahmen, die erforderlich sind, eben für die Regionen. Jetzt gibt es drei, glaube ich, Kernaufgaben oder drei Kernprojekte, die die Verwaltungsreform auch beinhaltet. Das eine ist das ganze Thema Cybercrime. Da gibt es eine spezielle Einheit, die sich dafür jetzt auch einsetzt, dass eben hier weiter ausgebaut wird. Das ist ein Thema, das natürlich in den letzten Jahren auch immer wichtiger geworden ist. Wie sieht es denn da aktuell aus? Also dieses Cybercrime-Kompetenzcenter, das ist eine wichtige Institution, um entgegenzuhalten der Cyberkriminalität. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben 46.000 Kriminalitätsdelikte im Cybercrime verzeichnen müssen. Das ist ein enormer Anstieg, mehr als 29% Anstieg. Und dann muss man auch entgegenhalten mit verschiedenen Reformen. Zum Beispiel die Reform der Landeskriminalpolizei in den einzelnen Landespolizeidirektionen. Wir brauchen Spezialisten vor Ort. Es muss sich in jedem Bundesland Spezialisten etablieren, um sofort den Betroffenen, den Opfern unterstützend zur Seite stehen, aber auch sofort Maßnahmen zu setzen. Und das gehört zum Beispiel in Eingang mit der Cyberkriminalitätsbekämpfung, mit der LK-Reform. Und das wird in Zukunft, in den nächsten Monaten umgesetzt. Und da sind die Ausarbeitungen schon im finalen Stadium. Ein zweites Thema war eben auch gerade in den Landeskriminalämtern, die Umstrukturierung auch dort. Ein Thema ist dort zum Beispiel die Tatortarbeit. Jetzt weiß ich aus Erfahrung, in Vorarlberg ist es oft so, dass die Tatortarbeit eine Arbeit ist, wo auch Beamte abgestellt werden. Das war was Sie vorher gesagt haben. Die werden dann auch zeitweise zur Tatortarbeit versetzt. Das heißt, wie wichtig ist es denn auch da, dass man im Jahr 2022 hier vielleicht noch professioneller wird, auch noch mehr Experten und Spezialisten hat, die eben wirklich sich dann hauptamtlich und auch dauerhaft um diese Arbeit kümmern? Das ist genau das Thema, was Sie angesprochen haben. Also die Struktur selbst funktioniert ja sehr gut und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten einen hervorragenden Job. Und das machen sie oft zweigleisig, weil sie ja noch einen zusätzlichen Job haben, nämlich dass sie Polizistin, Polizist sind auf einer Struktur, auf einer Polizeiinspektion und dergleichen. Und da wollen wir Erleichterung schaffen, eben auch mit der Reform der Landeskriminalämter, dass hier gezielt diese Positionen mit fixen Planstellen besetzt werden, um hier Professionalität, aber auch die rasche Verfügbarkeit von diesem Personal für den jeweiligen Anlassfall bereitzustellen. Das gehört dazu. Und ein dritter Punkt, den ich noch kurz ansprechen möchte, ist auch das Thema des Verfassungsschutzes. Das heißt, die Landesämter für Verfassungsschutz und auch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Auch das ist ein Thema, das natürlich in den letzten Jahren, gerade nicht zuletzt wegen auch tragischen Ereignissen, wie zum Beispiel der Terroranschlag in Wien, eben auch eine ganz andere Bedrohungslage sich dargestellt hat. Wie sieht es da aus? Was sind da für konkrete Maßnahmen geplant? Und da setzen wir ebenfalls auf eine Strukturänderung, auf eine Reform für den Landesämtern Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Das wird federführend in enger Abstimmung mit der DSN, mit dem Nachrichtendienst
umgesetzt. Und hier gibt es genauso wie den Landeskriminalämtern neue Strukturen, die schrittweise jetzt finalisiert werden, aber auch in Einklang mit Agenten der Bundespolizeidirektion. Warum? Weil ja diese Bereiche Inhalt sind von einer Landespolizeidirektion, somit auch von der Bundespolizeidirektion. Und das wird kontrolliert, gesteuert, dass man auf einen Schlag hier mehrere Reformprozesse in unterschiedlichen Organisationen umsetzen kann, um noch rascher, noch effizienter tätig werden zu können für die Zukunft. Jetzt ist das eine natürlich, wenn ich so eine Reform mache und hier eben auch Planstellen schaffe, beziehungsweise auch eine Spezialisierung schaffe, eine Theorie auf dem Papier, wie das Ganze aussehen soll. Das andere ist dann auch die Praxis, wie es mit Beamten, wie das mit Menschen dann eben auch ausgefüllt werden kann. Jetzt wissen wir von der Landespolizeidirektion Vorarlberg und in anderen Bundesländern ist die Situation offenbar auch nicht ganz anders, dass es eben das größte Problem ist, junge Menschen dazu zu bringen, sich für den Polizeidienst zu interessieren. Und in Vorarlberg, wir haben darüber berichtet, gab es dieses Jahr eben auch einen historischen Höchststand sozusagen an Beamten, die den Polizeidienst wieder verlassen haben. Also wir haben über 60 Kündigungen in diesem Jahr. Wir wissen, in den nächsten 2 bis 3 Jahren steht auch eine relativ große Pensionierungswelle an. Und was die Bewerber angeht, ist es relativ schwierig, auch ausreichende Anzahl an qualifizierten Bewerbern zu finden. Wie geht denn das Hand in Hand zusammen und was macht man von Seiten der Bundespolizeidirektion und eben auch in ihrer Funktion gegen dieses Problem, das jetzt offensichtlich tatsächlich auch langsam den Tagesbetrieb zu bedrohen scheint? Also grundsätzlich muss man hier neue Wege gehen. Wir sind hier in Konkurrenz mit der Privatwirtschaft. Das steht ganz klar fest. Wir haben so eine geringe Arbeitslosenrate wie noch nie zuvor. Das heißt, wir müssen uns auf neue Wege, neue Strukturen einlassen, müssen neue Methoden im Recruiting beschreiten, um hier auch entsprechend Personal zuführen zu können in den Polizeischulen. Aber wenn ich ganz kurz noch ausschreiten darf zu den Zahlen. Mhm. Diese 60 Kündigungen und Abgänge sind ja nicht alle aus dem Polizeibereich. Da ist auch Verwaltung dabei einerseits. Und das nächste ist, wenn ein Polizeischüler seine Lerninhalte nicht entsprechend erreicht, hat er die Möglichkeit, dass er freiwillig austritt, bevor ein Kündigungsverfahren eingeleitet wird. Das heißt, das muss man sich anschauen genau, an was es da gescheitert ist. Aber Fakt ist, und da sind wir alle einer Meinung, wir brauchen mehr junge Polizistinnen und Polizisten und wir werden hier neue Wege beschreiten, Maßnahmen setzen, um den Beruf real zu transportieren. Weil die meisten glauben ja tatsächlich, es läuft so ab wie in einer Fernsehserie aus Amerika oder sonst wo, dass sich so der Polizeidienst zusammenstellt. Ja, der Polizeidienst ist herausfordernd, der Polizeidienst kann auch unter Umständen gefährlich sein, aber er ist mehr als Berufung, als wie ein Beruf. Und das muss man sich bewusst sein und auf das setzen wir, speziell auch in Vorarlberg. Darüber können wir uns gerne noch ein bisschen unterhalten. Ich würde nur noch kurz vorher eben auf das leidige Thema auch der Bezahlung natürlich kommen. Das ist doch ein Thema, das immer wieder hört, auch bei diesen Abgängen, die dieses Jahr waren, wenn man mit den betroffenen Personen auch spricht. Ein Beispiel, ich kündige bei der Bundespolizei, gehe zur Gemeindesicherheitswache, eben zu einem lokalen städtischen oder Gemeindebedienstetengesetz unterliegenden Dienstvertrag und verdiene dort mehr, muss aber weniger Überstunden machen. Das heißt, jetzt hat man bei den Polizeischülern schon einen ersten Schritt gesetzt, das heißt, dass die Entschädigung in der Ausbildung erhöht worden ist. Aber jetzt wissen wir schon, Geld ist immer das eine und ist natürlich nicht der einzige Grund, aber gibt es hier konkrete Ideen oder Maßnahmen, was man hier machen kann? Also Sie haben es richtig auf den Punkt gebracht. Es sind eine von vielen Maßnahmen. Ich sage es immer dazu, das ist wie ein Mosaikbild und ein Mosaikstein ist auch die Entlohnung, die Bezahlung, die gehört dazu. Als Bundesbedienstete sind wir hier in einem klaren Korsett unterworfen. Das heißt, ich brauche mehrere Institutionen, mehrere Ressorts, um hier einen Mehrwert an Bezahlung zu erreichen. Das ist hauptsächlich auch politisch abhängig. Das ist ein Teil. Der zweite Teil ist, wo macht man Dienst? Wenn man in einem Gebiet Dienst macht, wo die Lebenserhaltungskosten sehr hoch sind, spürt man das als Polizeibeamter, Polizeibeamtin natürlich viel, viel stärker als wie in Bereichen, wo ich nicht so hohe Lebenskosten habe. Auch das muss man mit einbeziehen in dieser Berechnung. Und natürlich eine Planbarkeit von der Freizeit. Diese Work-Life-Balance, die immer mehr und mehr eingefordert wird, ist natürlich bei einem Polizeiberuf ganz anders wie in anderen Organisationen. Ich kann nicht vorschreiben Demonstranten, wann sie demonstrieren gehen, wann ich im Dienst bin. Ich kann auch nicht vorschreiben, wann ein Verkehrsunfall passiert. Ich muss diese Sache abarbeiten, auch wenn es in die Freizeit hineingeht.
Und das ist natürlich der Faktor, der nicht planbar ist. Da muss man sich Gedanken machen, wie kann ich das Dienstsystem, wie kann ich das mit Personal, es wird immer ein Schlüssel auch das Personal sein, hier so abfedern, dass es für jeden erträglich und akzeptabel ist. Kann man da den Vergleich ziehen zum Beispiel zum Bundesheer? Das haben wir bei der Polizei ja auch erlebt. In den letzten Jahren war es ja oft so, auch in Vorarlberg gab es die Diskussion, da war eher das Thema, wie können wir Kosten einsparen? Das heißt auch Postenzusammenlegungen, Postenschließungen teilweise, dass eben auch gewisse Dienststellen oder gewisse Dienstposten nicht nachbesetzt worden sind oder eben auch eben durch Strukturveränderungen, das auf weniger Schultern sozusagen aufgegleist worden ist. Beim Bundesheer haben wir jetzt erlebt, das geht relativ rasch zumindest die Lippenbekenntnisse umgesetzt, ist dann nochmal was anderes, dass hier dann doch, man merkt in einer Situation wie mit dem Ukraine-Krieg, jetzt ist doch nicht so unwesentlich, dass das Bundesheer gut ausgerüstet ist. Bei der Polizei könnte man meinen, die Herausforderungen der letzten Jahre sind auch mehr geworden, man hat gemerkt, da ist mehr. Wie sieht es da Ihrer Meinung nach mit dem politischen Willen aus und ja, was kann man denn auch konkret sagen, welche Forderungen man jetzt auch hier noch an die Bundesregierung zum Beispiel stellt, dass man hier auch rasch was umsetzt, denn wir müssen immer davon ausgehen, ein neuer Polizeischüler ist 2 Jahre in der Ausbildung. Das heißt, wir reden ja, wenn wir heute eine Maßnahme setzen, davon, dass die frühestens in 2 Jahren zum Tragen kommt. Also das Innenministerium und alles, was mit den Sicherheitsbelangen in Verbindung steht vom Innenministerium, kann sich in keinster Weise beschweren. Wir haben das größte Budget, das wir jemals gehabt haben. Also da ist die Lippenbekenntnis, nicht nur eine Lippenbekenntnis, da ist auch wirklich eine Bekenntnis der Bundesregierung da für das Innenministerium. Also das gleich einmal vorweg. Und wir haben keine Einsparungen in keinster Weise bei der Polizei. Auch in den Landespolizeidirektionen nicht. Wenn man bedenkt, wie viel investiert worden ist in Infrastruktur, in Ausrüstung, auch in Gebäuden natürlich. Ich denke da an das Einsatztrainingzentrum in Vorarlberg um 4,7 Millionen Euro, wo am neuesten Standard, auch international höchsten Standard, hier diese Infrastruktur geschaffen wurde, aber auch das Training erfolgt für die Polizistinnen und Polizisten in Vorarlberg. Das ist schon ein guter Schritt und das ist auch der richtige Schritt, wenn man wirklich Sicherheit ernst nimmt. Und das nimmt man, diese Situation ernst, schon alleine aus den Vorfällen vom Terroranschlag. Also ich glaube nicht, dass es an der Ausrüstung und am Budget scheitert. Ich glaube eher, dass es scheitert, dass man einerseits eine Bewusstseinsbildung braucht, was ist ein Polizeiberuf wirklich, dass man im Verwaltungsaufwand, was die Polizistinnen und Polizisten tagtäglich auf einer Polizeiinspektion oder woanders in einem operativen Bereich betrifft, dieser administrative Aufwand, dass man den noch reduzieren muss. Und ja, man muss sich auch Gedanken machen, wo sind Polizisten eingesetzt, wo die Lebenserhaltungskosten so enorm hoch sind. Wie kann man hier einen fairen, aber durchgängigen Prozess schaffen, dass hier eine entsprechende Unterstützung erfolgen kann. Also ich glaube nicht, dass das Finanzielle alleine ausschlaggebend ist. Es ist ein Mosaikbild mit vielen Steinen. Man muss sich einen Stein nach den anderen herausnehmen. Und dafür wird die Bundespolizeidirektion zu haben sein. Und das werden wir auch in Angriff nehmen. Dann kommen wir doch zu einem anderen Mosaikstein noch. Das haben Sie vorher schon kurz angesprochen. Eben die Spezialisierung auch, die verschiedensten Möglichkeiten, was der Polizeiberuf mit sich bringt. Eben auch die Herausforderungen, die sich geändert haben in den letzten Jahren. Thema auch Ausbildung und Karrieremöglichkeiten. Das heißt, wenn ein junger Mensch sich heute entscheidet, Polizeibeamter zu werden, welche Attraktivität kann man ihm bieten, auch auf einen Karriereweg sozusagen hin? Und muss man auch die Ausbildung grundsätzlich überdenken? Ich bringe ein Beispiel, das ich immer gerne in diesem Zusammenhang bringe. In anderen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, gibt es verschiedene Ausbildungswege, wenn ich Polizist werden will. Es gibt einen mittleren Dienst und einen gehobenen Dienst. Das heißt, wo ich schon beim Einstieg praktisch wie als Student in ein Studium einsteige, um dann eben in den Kriminaldienst oder in einen weiterführenden Spezialisierung auch hineinkomme. Cybercrime ist dort auch ein ganz großes Thema. Sind das Dinge, über die auch in Österreich nachgedacht wird? Schaut man sich da auch an, wie die Nachbarn das machen? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind natürlich nicht auf dieser Linie, dass alles, was in Österreich gemacht wird, ist das Beste. Wir schauen sehr wohl über den Tellerrand. Aber ich darf gleich dazu sagen, das gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Ich bin auch ein Beispiel dafür. Ich habe als junger, kleiner Polizist auf einer Polizeiinspektion meinen Dienst angefangen und habe mich weiterentwickelt in der Organisation und habe das jetzt nun erreichen können. Das kann grundsätzlich jeder Kollege erreichen. Wichtig ist nur, in welche Richtung möchte man sich orientieren. Und man kann sich in den Kriminaldienst orientieren und man kann sich spezialisieren. Man kann sehr wohl auch die Offiziersausbildung machen, man kann die Dienstführenden Ausbildung machen. Das heißt, man kann hier sehr viele Etappen durchwandern, jetzt schon. Man kann ein Studium machen, berufsbegleitend. Das wird alles unterstützt
vom Dienstgeber. Man kann aber auch andere Studien, die ebenfalls unterstützt werden, machen und kann dann in den Verwaltungsdienst, in den höheren Dienst gehen. Das heißt, diese Strukturen gibt es schon, aber diese Strukturen sind offensichtlich noch nicht so bekannt, erst wenn man schon in der Organisation drinnen ist. Und das ist genau der Ansatz, was wir im Recruiting auch entsprechend transportieren wollen. Welche Karrierechancen habe ich? Was kann ich auch mit einer Familie? Was kann ich ohne eine Familie und welche Möglichkeiten habe ich in ganz Österreich oder sogar im Ausland? Wir haben sehr viele Polizistinnen und Polizisten im Ausland im Einsatz. Auch das ist eine Herausforderung und ein Interesse von sehr vielen Menschen, jungen Menschen. Haben Sie ja selbst auch gemacht, schon in jungen Jahren, wie ich gelesen habe, schon im Irak auch unterwegs gewesen, damals noch in der 80er Jahre, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nein, in der 18er Jahre ist es nicht ausgegangen, das ist wahrscheinlich jetzt die Maske, was entsprechend verstellt. Nein, es war 1993. Okay. Alles gut, alles gut. Es war 1993 und ich habe die Erfahrungswerte ein Jahr lang im Irak und in Kurdistan sammeln dürfen und das hat mir sehr viel auch für meinen weiteren beruflichen Weg gebracht. Sie waren nämlich auch, und deswegen komme ich auch drauf, in den 2015 weg auch als Flüchtlingskoordinator für die Bundesregierung tätig und auch zuletzt jetzt im Februar, als der Krieg in der Ukraine angefangen hat und eben auch diese ukrainischen Flüchtlinge zu uns gekommen sind, wurden Sie wieder als in beratender Funktion von der Bundesregierung hier auch zu Rate gezogen. Und jetzt haben wir aktuell die Diskussion eben, Stichwort auch Schengen-Beitritt Rumänien, das war jetzt das jüngste Ereignis in dieser Richtung. Aber eben die Zahlen sind zuletzt wieder gestiegen. Es gibt heiße Diskussionen europaweit, wie man mit eben diesen Fluchtbewegungen umgeht, was man dagegen tun kann. Und ein Projekt, das jetzt eben von Österreich hier immer wieder genannt wird, ist eben, dass diese Operation Fox, das heißt, dass österreichische Beamte gemeinsam mit ungarischen Beamten die Außengrenze zu Serbien sozusagen besser kontrollieren, besser überwachen auch sollen, dass wir eben hier schon mal einen ersten Schritt setzen. Nach vielen Jahren jetzt auch in dieser eben Flüchtlingsthematik als Begleitender oder auch als Experte mit drin. Wie dramatisch ist die Situation aktuell und was kann eben diese konkrete Operation jetzt tatsächlich hier auch realistisch verbessern? Also ich muss gleich mal dazu sagen, wir haben sehr viele Maßnahmen gesetzt für den Außengrenzschutz. Wir haben hier erkannt, Österreich ist ja kein Außenland direkt jetzt von der EU zu anderen Staaten. Wir sind ja eigentlich im Herzen Europas. Also kann es nicht sein, dass nach Österreich über 75.000 unregistrierte Drittstaatmigranten kommen und hier in Österreich durch das Wort Asyl in unsere Verantwortung fallen. Und das ist genau der Punkt, warum das jetzt in diesen Bereichen so eskaliert ist. Wir unterstützen alle Länder, die Außengrenzen haben, mit einem funktionierenden Grenzschutz. Sie nutzen unser Know-how, sie nutzen unsere Unterstützungsmaßnahmen. Da haben wir Unterstützungen in sehr vielen Ländern mit bilateralen Einsätzen, wo wir nicht an Frontex-Einsätzen von der EU gebunden sind. Wir machen das aus eigenem Antrieb mit diesen Ländern. Und da gibt es Schutzmaßnahmen, Grenzsicherungsmaßnahmen, Serbien zu Nordmazedonien, Nordmazedonien zu Griechenland, Albanien zu Griechenland. Aber, und das, was Sie meinen mit Operation Fox, ist nicht in Ungarn zu Serbien im Einsatz, weil dort haben wir 70 österreichische Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, die den Grenzschutz dort mit unterstützen, sondern diese Einheit arbeitet auf ungarischem Staatsgebiet nahe der österreichischen Grenze, um dort alle Schlepperaktivitäten sofort zu verifizieren und der ungarischen Polizei zur weiteren Bearbeitung zu übergeben. Und wir machen ja das schon seit längerer Zeit. Wir setzen ungefähr 20 bis 25 Schwerpunktaktionen gemeinsam mit den ungarischen Polizisten auf ungarischem Staatsgebiet, aber dazwischen gibt es Lücken. Und diese Lücken werden jetzt zielgerichtet durch Operation Fox mit allen verfügbaren technischen Mitteln abgedeckt, um hier noch mehr Wirksamkeit gegen die organisierte Schlepperkriminalität entgegensetzen zu können. Und was ganz wichtig ist, wir lassen niemanden durch Österreich durch, der nicht registriert ist. Das heißt, wir wissen, wer ist nach Österreich gekommen und wer geht dann einen Weg weiter, um hier ja nicht in ein schlechtes Licht gerückt zu werden, wie damals 2015, 16, dass man gesagt hat, wir wussten nicht einmal, wer in Europa unterwegs ist. Nein, das sind wir den EU-Ländern schuldig, das machen wir auch und das wird auch von uns gemacht, auch wenn andere Länder, die eigentlich die Verantwortung innehaben, das nicht machen. Aber
Abschließend, wir sind leider schon am Ende der Zeit, aber die muss ich noch nachhaken. Wie effektiv funktioniert das Ganze? Wir wissen es hier als Vorarlberger im Dreiländereck sozusagen mit der Grenze zur Schweiz und auch mit Lindau. Und da erleben wir jeden Tag von den Meldungen auch von den Kollegen aus Deutschland beziehungsweise eben auch gerade von der Schweiz, Klassiker mit dem Zug aus Österreich über die Schweizer Grenze dann, wobei die meisten dann noch durchreisen, dass das da jeden Tag doch zu einer nicht unerheblichen Zahl an Aufgriffen kommt. Das heißt, wieder ein Projekt, das Sie jetzt eben gesagt haben, soll das verhindern. Wenn man sich die Realität jetzt jeden Tag aber ansieht, die sieht immer ein bisschen anders aus. Ja, wir haben sehr wohl auch Zugstreifen. Mittlerweile beteiligen sich auch deutsche Kollegen an diesen Zugstreifen bereits in Ungarn, weil weder Österreich noch Deutschland ist schuld an dieser Situation. Wir müssen dort ansetzen, wo vielleicht die Maßnahmen nicht so gesetzt werden können. Und dort unterstützen wir die Länder, wie zum Beispiel in Ungarn, wie zum Beispiel in Serbien. Der Stopp des visumsfreien Einreisens in Belgrad ist eine wichtige Maßnahme, die jetzt schon massiv Wirkung zeigt. Das heißt, wir gehen mit den Zahlen von den Aufgriffen und den Registrierungen von Drittstaatmigranten bereits hinunter. Und das sind eine der vielen Maßnahmen, die auch in den nächsten Wochen noch Früchte zeigen werden. Unter anderem Operation Fox. Alles klar. Herr Takas, wir sind leider am Ende der Zeit. Ich bedanke mich für den Besuch im Ländle, bedanke mich für den Besuch bei uns bei Vorarlberg Live. Schönen Abend noch und alles Gute. Schönen Abend, vielen Dank.